Er war einer der mächtigsten Sith-Lords der Geschichte, welcher 3951 vor der Schlacht von Yavin eine entscheidende Rolle bei der Beseitigung der Jedi spielte. Er hatte die einzigartige Fähigkeit, die Macht aus allen Wesen oder Gegenständen zu absorbieren, was ebenso dazu führte, dass er nicht nur Lebewesen, sondern sogar ganze Planeten ihrer Kraft beraubte oder sogar zerstörte, wie beispielsweise Katar. Er war Teil des alten Sith-Triumvirats, zusammen mit Darth Sion, dem Lord des Schmerzes, und der ehemaligen Jedi-Meister Krea. Die Rede ist natürlich von Darth Nihilus, einen der mysteriösesten und stärksten Sith überhaupt. Heute werden wir uns gemeinsam einen kleinen Film anschauen. Eine Animation, welche von einem Fan gemacht wurde und die Zerstörung Katars darstellte. Eine Kolonie der Miraluka, welche von Darth Nihilus sämtlicher Lebensenergie beraubt wurde und den Planeten unbewohnbar machte. Und das durch einen Sith-Lord, der machthungriger nicht hätte sein können. Viel Spaß! Ich freue mich immer auf Fankreation. Das ist wie eine Wundertüte, man weiß nicht, was man bekommt. Nihilus, Fall of Katar. The hunger that fills this vessel. It is power. But it consumes without end. He will feed on the galaxy, the Republic, and eventually consume the Sith as well. Okay, er ist anscheinend auf seinem Raumschiff, wenn er das ist. Das ist wahrscheinlich die Ravager, also das ist so ein altes republikanisches Kriegsschiff aus den Zeiten der Mandalorianischen Kriege, was er halt als sein großes Schlachtschiff benutzt hat. Und das wird dann wahrscheinlich Katar sein. His mere presence kills all around him, slowly feeding him. Da wird gerade nochmal erzählt, quasi in Metaphern, was seine Macht eigentlich ist, das Leben aus Leuten oder Personen oder ganzen Planeten zu entziehen, die in seiner Nähe sind oder die er bewusst anvisiert. Das sieht richtig, richtig gut aus. Wie gesagt, es ist eine Fan-Animation. All das, was blüht, was lebt, es wird alles quasi aufgesogen, damit er ewig leben kann, weil er halt irgendwann erfahren hat, dass er sterben wird und einen Weg dagegen gesucht hat, was er irgendwo auch gefunden hat. Das wird die Ravager sein. The extent of his power cannot be put into words. Du musst überlegen, das ist im Star Wars Kanon einfach ein Typ, der einen kompletten Planeten mit seiner Macht ausgelöscht hat. All life exists to feed your power. Alles Leben existiert, um quasi ihn zu füttern. Passend auch diese Totenschädelmaske. I beg you, please, let me die. War das Krea? Von einem einzelnen Mann gemacht. Also ist viel, viel Arbeit für eine einzelne Person dahinter. Und sehr, sehr schön, dass wir das visuell mal als Bildliches dargestellt haben. Wie mächtig da eigentlich war. Du musst dir das mal vorstellen. Das ist ein Typ, der einen ganzen Planeten platt macht. Mit Vorbereitung natürlich.
der diese Macht und das Leben aufsaugen kann. Es ist halt, selbst in der alten Republik, ein ziemlich kranker Badass. Zum Fanfilm kurz, wir sollten in Betracht ziehen, dass das von einer einzelnen Person kreiert wurde. Und dafür ist es meiner Meinung nach echt cool. Ich finde aber viel schöner, dass wir endlich mal etwas zu jemandem sehen, der von Fanfilmen bis dato fast auf jeden Fall unberührt war und die Art und Weise, wie er seine Macht auf einen ganz speziellen Weg ausgedrückt hat und benutzt hat, hier nochmal dargestellt sehen. Und das finde ich ist eine sehr, sehr schöne Sache. Guckt auf jeden Fall mal bei diesem einen Video vorbei, das habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten hoffe ich, das Ganze hat euch gefallen. Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen und hier gerne vorbeischauen. In diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und möge die Macht mit euch sein. Euer Buddy.